Ja, herzlich willkommen in Berlin. Schön, dass du da bist, Michael. Dankeschön. Also zum ersten Mal hier oben, top of the world. Und also schöne Aussicht hier. Aber nicht nur schöne Aussicht, sondern wir haben ja hier auch wichtige Sachen, die wir entscheiden. Und natürlich auch eine Region, die wir repräsentieren. Das machst du ja auch. Was kommt, dass du heute in Berlin bist? Also wir haben momentan im Berliner Dungeon eine Aktion mit der Rattenfänger. Das heißt, die Leute, die diese Event und Show besuchen, bekommen noch für die nächsten paar Wochen der Rattenfänger-Geschichte erzählt. Und das habe ich abgenommen. Ich habe der Rattenfänger dort, ist übrigens eine Frau, kennengelernt. Stark. Na gut, so ein bisschen. Berlin Dungeon ist ja manchmal auch so ein bisschen mit Grusel verbunden. Ich glaube, das verbinden die ein oder andere mit dem Rattenfänger auch, wenn man so als Ratte oder mit den Kindern hinter dem Rattenfänger herläuft. Ist dir das schon mal passiert, dass sich die Leute von dir gegruselt haben? Ja, also gehört dazu. Bei mir sterben sie alle. In den Märchen leben sie immer fröhlich, wenn sie nicht gestorben sind. Ja. Aber da müssen wir, glaube ich, tatsächlich aufpassen, dass du heute nicht zu viele Leute mit deiner Melodie hinter dir herlockst und aus diesem Gebäude herauslässt. Es gäbe ein paar, die ich gerne hier rausholen würde, aber ich will nicht drüber reden. Dann machen wir das auch nicht. Hauptsache, wir bleiben in Verbindung. Ich habe die europäische Flagge ausgesucht im internationalen Sinne, weil ich bin ja nicht nur Weserbergland und Deutschland, sondern der Weifel ist einfach international bekannt und das ist ein Fund, wie man so schön sagt. Absolut. Ich bin ja im Europaausschuss und im Auswärtigen Ausschuss und damit viel unterwegs in der Welt und repräsentiere natürlich auch Deutschland und auch meine Heimatregion des Weserbergland. Und fast überall kennt man die Geschichten des Rattenfängers von Hameln, manchmal auch die des Baron von Münchhausen aus Bodenwerder. Aber das sind schon bekannte Geschichten und man weiß dann immer sofort, Hameln in Deutschland, und man kann sofort was damit anfangen und kommt ins Gespräch. Und das ist ja das Wichtige, dass man sich kennenlernt, dass man ins Gespräch kommt. Und das machen wir ja zum Glück heute hier auch. Ja, wenn ich für dich Türen öffnen kann, nichts lieber als das. Immer gerne und andersrum genauso, du bist immer herzlich willkommen in Berlin. Danke für deinen Besuch, Mike. Bitte, bitte.